Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Und ich bin der Saji. Hallo. Ja, hallo. Und wir haben heute den 30. Juni und am 30. Juni haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, ja, das ganz berühmt ist. Und das ist wer? Am 30. Juni 1985 wurde Michael Phelps geboren. Ah ja, hier. Der Schwimmer, ganz genau. Und der hat so viele unglaubliche Dinge geschaffen, also ich muss es ablesen. Ja. Er ist also ein US-amerikanischer Schwimmer und sechsfacher Weltschwimmer des Jahres von 2003 bis 2012, der mit 23 Olympiasiegen und insgesamt 28 Medaillen bei den Olympischen Spielen in Athen 2004, Peking 2008 und London 2012 und Rio de Janeiro 2016 der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten ist. Kannst du eigentlich gut schwimmen? Ja, ich kann mich so über Wasser halten. Ich kann gar nicht. Ich bin der schlechteste Schwimmer überhaupt. Wenn ich im Meer bin, dann kommen die Bademeister sowieso an und wollen mich retten. Echt jetzt? Obwohl alles okay ist für den Moment. Aber es sieht bestimmt total bescheuert aus. Ja. Am 30. Juni 2006 haben wir wieder ein sportliches Thema. Da wurde Jan Ullrich und weitere Radprofis wurden an den Tag vor dem Start der Tour de France wurden die ausgeschlossen, weil sie unter Verdacht waren, in die Drogenaffäre Fuentes, die sogenannte, verwickelt zu sein. Ja, das war dann der Tag, als Jan Ullrich leider aufgeflogen ist, sozusagen. Da gab es richtig was in die Fresse. Da gab es Stunk. Ja. Ja. Das war am 30. Juni 2006. Am 30. Juni war aber auch was anderes. Ja, 30. Juni 2002. Im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stehen sich Brasilien und Deutschland gegenüber. Oh, ich kann mich erinnern. Ich war in Wiesbaden auf dem Bowling Green und habe mir das als wie heißt das? Public Viewing angeguckt. Ne? Hätte man sich schenken können. Ne? 2:0 hat Brasilien gewonnen. Oli Kahn, Fehler gemacht. Der härteste Fehler seines Lebens. Gerade im Finale, Ball fallen gelassen, kam der Ball auf ihn zu. Ball fallen gelassen. Der brasilianische Ronaldo, damals Torjäger gewesen, hat das Ding dann eingeschweißt und dann war es hin. Hat Oli eigentlich damals schon Brutzler gegrillt oder war das danach? Ich würde sagen, das war danach. Ja. Ja. Aber der Titan hat natürlich eine riesen WM gespielt damals. Ohne ihn wären wir niemals ins Finale gekommen. Und im Finale macht gerade er halt den Riesenfehler. Das war so bitter. Das war so bitter, weil an dem Tag habe ich mich zwar betrunken können, aber nicht mit Freude. So, das war Frustsaufen. Weiß ich heute noch. Daraus lernen wir, das System Mensch ist fehlbar. Danke. Am 30. Juni ist aber auch Nationalfeiertag im Kongo. Gratuliere! Ja, unsere kongolesischen Fans können jetzt hier wahrscheinlich ganz locker flockig an ihrem Feiertag können sie hier zugucken, weil sie haben nichts zu schaffen heute. Da könnt ihr euch den ganzen Tag Schoki Banoki New Television Folgen reinziehen. Genial. Ja, hätte ich auch mal Bock zu. Ja, ja. Ganzen Tag. Gibt es ja Milliarden Folgen mittlerweile. Milliarden von Folgen gibt es mittlerweile von uns. Also wie ich weiß nicht, was wir alles an Formaten haben. Unglaublich. Schaut mal auf den Kanal rein. Das ist unglaublich, unfassbar, ja. Unfassbar. Ja. Gerade im Kongo ist es sehr gut. Gerade im Kongo, also. Ja. Also. Ja. Das war der 30. Juni. Wir sehen uns morgen wieder. Ich sage Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.